Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück hier bei Football Tactics in Glory mit Saarbrücken. Wir sind momentan auf dem zweiten Platz. Relativ safe sogar. Wir können uns das ja nochmal anschauen. Mittlerweile 11 Punkte Abstand auf den vierten. Das heißt, ein Aufstieg ist sehr wahrscheinlich. Und das ist natürlich gut. Wir werden direkt weitermachen und spielen hier gegen Jena, gegen den ersten Platz. Wir könnten also Erster werden. Ich bin schon mal gespannt, wir gucken mal, haben die hier irgendeinen Kanonenschuss-Typen? Nein, haben die nicht, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können das hier so stehen lassen und gehen direkt ins Spiel. Das hier wird wahrscheinlich das wichtigste Spiel in der Saison sein, weil wir ja hier quasi jetzt gegen den Ersten spielen. Es geht darum, wer wird Erster und wer wird Zweiter. Natürlich kann sich jetzt noch im Laufe der Saison viel passieren, aber trotzdem. Okay, ziehen wir mal in die Mitte. Gucken wir mal. So, am ersten sind wir vorbeigekommen. Und... Ah, schade, das war sehr knapp. Aber okay, dann stellen wir mal Konrad hier hin. Das Schöne ist, dass der Libero jetzt hier wieder draußen ist. Und von ihm hier quasi aufgehalten wird, dass er wieder hier reinläuft. Das heißt, wenn wir den Ball irgendwie zu Konrad bekommen, können wir einfach geradeaus drauf schießen. Genau. So, Schroter ist jetzt erstmal dran. Der wird jetzt wieder mal eine Grätsche ansetzen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Wir könnten... Ja, das machen wir einfach. So, Konrad. Du darfst drauf schießen mit einem... Ja, mit einem Gewaltschuss. Ah, der hält ihn. Na, das ist schade. Ja, wir hätten hier natürlich auch einen Präzisionsschuss machen können, da hätten wir eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt. Aber weil der Torwart ja nicht so schlecht ist, hätte er ihn dann eventuell gehalten. Und da ist der Kanonenschuss dann, Gewaltschuss natürlich besser. Ja, Schroter ist, denke ich, nochmal bereit, hier eine Grätsche anzusetzen. Ah! Na, zumindest hat er keinen Foul verursacht. Okay. Spielt jetzt hier hin. Oder 73 passen. Aber hier der Volkmann, der passt gut auf. Das ist sehr schön. Ja, der wird nichts mehr machen können. Genau. Okay. Dann werden wir mal schauen. Wir werden erstmal hier zu Schroter spielen. Ja. Und jetzt könnten wir... Oh, das wäre riskant. Oder wir gehen aber hier nur mal sicher, weil er ist im Moment besonders motiviert. Von daher, ich glaube, wir werden hier drauf schießen. Ah, er hält ihn. Aber es gibt Eckball. Es gibt immerhin Eckball. Also von daher... Ja, der Schrot das nicht... Den müssen wir jetzt zur Hälfte rausnehmen. Konrad und Knoll. Unser Standard-Ecken-Setup. Okay. Wir flanken natürlich rein. Ja, die Wahrscheinlichkeit, hier ein Tor zu machen, ist sehr gering. Dann spielen wir hier zu Platz, würde ich sagen. Ah, das ist schade. Weil die Wahrscheinlichkeit war jetzt wirklich nicht hoch. Dann schießen wir von hier drauf. Ja, mit einem Gewaltschuss. Ist jetzt auch nicht hoch, die Wahrscheinlichkeit, aber... Ja. Erste Hälfte vorbei. Da können wir wenigstens den Schroter rausholen, damit er sich da ausruhen kann und wir ihn im nächsten Spiel dann etwas fitter wieder haben. Ansonsten, ja, Wedding würde ich gerne noch drin behalten. Gut, es steht weiterhin 0-0. Die hatten keine wirklich gute Möglichkeit. Aber jetzt könnte es gefährlich werden. Hier mit Zurbruck. Ja, der wird jetzt drauf schießen. Aber unsere Defensive ist getriggert. Alles in Ordnung. So, der Zabel geht dahin und spielt jetzt erstmal hier zu La. Ah, da hat viel Verteidigung. Wir könnten auch hier Volkmann anspielen. Hier kriegen wir eventuell nochmal... Ja, versuchen wir. Ah, schade. Okay, das ist gefährlich. Ja, haben den Ball wieder.
trotzdem sehr gefährlich. Ich wollte unbedingt jetzt den extra Aktionspunkt, damit wir da eventuell ein bisschen weiter nach vorne kommen. Was leider nicht, ja, funktioniert hat. Boah, der macht ihn echt rein. Ja, das ist jetzt ungünstig. 1-0 für Jena. Aber wir sind natürlich trotzdem motiviert. Hier, Wedding darf wieder mal versuchen, da reinzukommen. So. Sehr schön. Damit ist der Libero hier auf jeden Fall schon wieder ausgeschlossen worden. Sehr schön. Okay, wir können draufschießen. Oder sollen wir reintribbeln? Wir versuchen reinzudribbeln. Ja, sehr schön. Gut, direkter Ausgleich. Können wir noch auswechseln, weil da nehmen wir Wedding jetzt raus und bringen da auf dieser Position Frielinghaus rein. Nicht Rotsch, Frielinghaus, genau. Ja, gut. Okay. Was wird er tun? Er geht dahin. Jetzt nochmal drauf schießen. Er ist motiviert. Ich hoffe, er springt dazwischen. Als ob. Also, wir haben gesehen, wir hatten da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den Ball hier verhindern können, aber ja, bringt halt alles nichts. Und jetzt ist natürlich unser guter Wedding nicht mehr da. Wir versuchen es einfach mal. Ja, jetzt bleibt er hier hängen und spielt direkt zu Konrad. Das war so ungefähr der Plan. Ja, das hier sind alles starke Verteidiger, da kommen wir nicht wirklich. Und der hat nicht viel Kontrolle. 20 immerhin, aber wir müssen eigentlich nochmal hier. Nee, wir müssen den Ball halten. Wir werden leider das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren. Oh, da kommt jetzt mit hier dem, damit er grätschen kann. Ja, da hat dreifache Stufe. Ja. Okay, ja, dann bewegt den nochmal dahin. Wie viel Kontrolle hat er? 4. Das heißt, mit Fried. Ja, wir haben ja sowieso Grätsche. Ah ja, klar, natürlich klappt das jetzt nicht. Ja, jetzt kriegen wir den Ball, aber das bringt halt eben überhaupt nichts. Wir können jetzt noch einmal draufschießen. Wir sind besonders motiviert, aber wir werden nichts hinbekommen. Deswegen, nee. Schade. Dann werden wir nicht Erster. Ja, ein bisschen Erfahrung kriegen wir. Ja, immerhin keine Fans verloren, das ist schon mal wichtig. Wir bleiben auf dem zweiten und es sind jetzt nur noch 8 Punkte Unterschied. Also müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wobei es jetzt auch nur noch 5 Spiele sind. Das heißt 15 Punkte. So, wir spielen gegen Unterhaching. Wieder mal. Oh, was haben die hier für ein Setup? Okay, das haben wir hier noch nicht gesehen in der Form. Ah, die laufen hier wieder mit einer 6-Mann-Verteidigung rum. Das ist wieder sehr, sehr toll. Ja. Egal, wir gehen ins Spiel rein. Und hoffen, dass wir gewinnen und unsere Verfolger in Anführungszeichen verlieren. Weil eventuell können wir. Ja, wir müssen jetzt erstmal aufpassen. Ja, gut, Verteidigung ist wieder da. Weil eventuell, wenn wir dieses Spiel gewinnen, unsere Verfolger, also der vierte, verliert und wir machen im nächsten Spiel einen Unentschieden und die anderen verlieren wieder, dann haben wir schon den Aufstieg so gut wie in der Tasche. Rechnerisch. Ja. Wir holen uns den Ball. Sehr schön. Der steht im Abseits, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Bringen La ein bisschen weiter nach vorne. Der kann einen langen Pass spielen im Notfall. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich jetzt schon mal hier rüber spielen. Ja, machen wir zu Wedding, weil der hat den höchsten Kontrollwert. Macht also Sinn. Ja, natürlich ist da einer mit Grätsche. Okay. Ah, der will ihn da vorne knüppeln, aber hat nicht funktioniert. Aber er kann sich den Ball holen.
Dann werden wir den wieder zurückerobern. Wäre jetzt natürlich gut, wenn wir jetzt die letzten paar Spiele hier gewinnen würden, damit wir das nicht auf ein, ja, auf ein zu knappes Finale hinauslaufen lassen. Ja, wir spielen wieder zu Wieder. Ja, Wieder. Also natürlich zu Wedding. Wieder zu Wedding. Okay, er kann auch grätschen und hat dreimal versagt. Sehr schön. Okay, wir könnten mit Wedding jetzt draufschießen. Er wehrt den Kanonenschuss ab. Also das heißt, wir passen hier natürlich zu Konrad. Alles andere wäre doof. Und Konrad darf jetzt hier finishen. Mit einem Gewaltschuss natürlich. Und er hat Glück. Sehr schön. Wichtiges 1:0. So, Volkmann hat schon mal den Ball da erobert. Verlierten zwar direkt wieder, aber das sind wie gesagt Aktionspunkte, die hier kosten. Und das ist wichtig, weil das Zeit ist. Wir passen wieder zu Wedding. So, und werden mit Wedding jetzt hier in diese Ecke gehen. Ja, ist egal, wir hätten auch drauf schießen können. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, schon wieder. Ich lasse Wedding jetzt noch drinnen. Ich möchte ihn nicht rausholen. Okay. Wir machen natürlich den Klassiker. So, Wedding geht erstmal dahin und versucht dann in die Mitte zu ziehen. Oh je, da wird er, da muss er sich oft durchsetzen. So, ersten hat er geschafft. So, jetzt kommt die zweite, also der erste Angriff. Und wir kriegen einen Elfmeter. Sehr schön. Der Würfel ist bereit. Der Würfel rollt. Der Würfel sagt eine 3, also in die Mitte. Aber er macht ihn rein. Sehr schön. 2:0. Das ist gut. Da bin ich sehr beruhigt. Okay, jetzt wird er wieder drauf schießen. Ich hoffe, die Verteidigung triggert. Ja. Sehr schön. Okay, wir gehen natürlich mit Zabel dahin, damit wir hier unser Setup wieder aufrichten. Spielen zu La. Und La kann jetzt hier rüber zu Wedding spielen, aber der ist müde. Dann kontrollieren wir. Okay, der ist schon mal rausgezogen worden. Und er hat hier Pech bei der Grätsche. Oh, hat er schön gemacht, der La. Das heißt, wir können hier hinlaufen und dann versuchen zu flanken. Gucken wir mal. Ja, versuchen wir mal. So, sehr schön, alles getriggert, aber der Torwart hat einen Ball. Schade. Aber schöner Versuch. Hauptsache, die bleiben jetzt erstmal von unserem Tor weg. Ah, schade. Aber okay. Mette schießt hier drauf. Das ist erstmal kein Problem. Ja, da können wir mit Zabel den Ball erobern und er kann hier Pass in den freien Raum. Eventuell können wir jetzt hier sogar noch eine Aktion quasi einspannen. Ah nein, das ist zu weit weg. Er hier auch, ja. Aber der Schrot da doch nicht. Ja, wir können aber leider keine Aktion einsparen, weil er nicht hier hingehen kann. Ja, gut, machen wir das so. Ja, und der Schroter spielt mal hier hinten hin. Ja, oder auch nicht. Wichtig ist es einfach jetzt nur, dass sie kein Tor mehr machen, wegen der Tordifferenz. Also verlieren werden wir es nicht mehr, außer es würde jetzt eine sehr merkwürdige Verkettung von Zufällen stattfinden. Aber die wollen hier quasi jetzt auf Safe spielen, auch wenn die zurücklegen. Konrad versucht es nochmal, kriegt es nicht hin. Und damit ist eigentlich das Spiel dann auch vorbei, weil, wie gesagt, La kann jetzt hier nochmal versuchen, den Ball zu gewinnen, aber das bringt ihm auch nichts. Ah.
Ja, doch. Wow, jetzt haben wir den noch verletzt. Jetzt haben die doch nochmal eine Möglichkeit. Aber, nee, gut, dieses Spiel gewinnen wir 2-0. Das ist sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie unsere Kontrahenten gespielt haben. Was schon wichtig ist. Boah, schaut mal, wie viele Punkte. Na, ich warte auf den Moment, wo wir zum ersten Mal über 200 Erfahrungspunkte bekommen. Und am wahrscheinlichsten ist das hier eben bei Schroter, weil der kriegt ordentlich Punkte immer. Wenn der mal Spieler des Spiels ist, dann ja. Okay, Knoll können wir ein Upgrade verpassen. Dann geben wir natürlich das hier, damit er nochmal mehr Erfahrung sammelt. Dann wird er hier noch viel stärker. Genau. Ja. Ja, nochmal 13 Fans dazu bekommen, 4 Ruhmpunkte. Ich glaube, wir können unser Ruhm wieder investieren und wir haben weiterhin 8 Punkte Vorsprung. Okay. Es sind noch 4 Spiele, also 12 Punkte. Gut, schauen wir mal. Nein, wir brauchen noch 10 Punkte. Okay, alles gut. Alles gut. Ich wusste nicht mehr, ob es 80 oder 90 waren. So, der 9. Platz in Norderstedt haben die hier. Ja, die haben Kanonenschusstypen. Das heißt, wir müssen leider Platz hier nach unten ziehen und Platz tauschen gegen. Ja, gegen wen eigentlich? Scheuten, ja. Weil Scheuten kann ja hier noch passen, den freien Raum, was noch ganz nützlich ist. Okay, gehen ins Spiel. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, der Klassiker. Erstmal schön hier auf Wedding. So, ziehen natürlich hier rein. Oh, keiner greift an. Das ist interessant. Wir werden Gewaltschuss machen. Dribbling hätten wir wahrscheinlich, zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen guten Wurf machen und eher einen schlechten Wurf machen, eher gering. Deswegen werden wir einen Gewaltschuss machen und zumindest ein bisschen hoffen, dass wir einen Eckball kriegen. Na. Ja, schade. Aber besser, als wenn er den Ball in der Hand hat. Weil jetzt muss einer noch sich dahin bewegen, genau. Deswegen, das kostet Aktionspunkte, was ja sehr wichtig ist, wenn das etwas kostet. Okay. Das ist doof, weil wir mit keinem da richtig hinkommen. Ja, außer mit Lava, der ist jetzt auch nicht so der starke Zweikämpfer. Wir versuchen es trotzdem. Und gewinnen sogar. Wow. Das ist nett. Wir können drauf schießen. Oder wir passen jetzt hier rüber. Ja, machen wir mal. Na, bleibt hängen. Weil er doch noch ein bisschen mehr Genauigkeit hat, deswegen. Wir hätten auch eventuell versuchen können, da rein zu dribbeln. Okay, er macht Kontrolle. Wir könnten, ja, mit Schroter kommen wir da auf jeden Fall hin. So, zack, Grätsche. Sehr schön. Okay, wo spielen wir? Eigentlich würde es mehr Sinn machen, hier hinzupassen. Wo machen wir das? Da ist zwar noch einer dazwischen, aber das ist eigentlich egal, weil wir da eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Sehr schön, er macht ihn rein. Natürlich hätten wir auch auf Wedding spielen können und versucht können, ein Tor zu machen, weil er ist glaube ich im Moment auf Platz 3 in der Torjägerliste, was ja schon ganz nett ist. Aber ja. Okay, er schießt von da drauf, aber Verteidigung ist da. Oh, sehr schön, dass es zu Scheuten geht, aber gut, dass der hat jetzt nicht so viel mehr. Ah, es ist ja egal. Ja. Au. Ja, Zabel, hol dir mal bitte den Ball. Ja, lassen wir ihn erstmal hier nach vorne laufen. Zack. So, die haben nochmal eine Möglichkeit. Aber im Normalfall kriegen sie keinen Torschuss mehr hin. Na, vielleicht jetzt doch. Was ein bisschen problematisch ist. Ja. Sogar sehr problematisch. Aber unsere Verteidigung ist da. Gut, erste Hälfte vorbei. Ja. Hier ist im Moment auf Platz 3, was ganz schön ist. Den lassen wir noch drin. Nehmen La raus und bringen hier Platz rein. Und stellen ihn da nach vorne hin.
Genau. Okay. Ja, das ist schon mal nicht so gut. Ja, der kann jetzt seinen Kanonenschuss anwenden. Aber macht er nicht, okay? Aber unser Torwart hat den Ball gehalten, also alles gut. Mit Knoll kommen wir da nicht hin. Das heißt, wir müssen mit Rungaldir dahin, weil, wie gesagt, beim Torwart weiß ich nicht genau, wann wir da hingehen dürfen und wann nicht. Weil das war irgendwie sehr merkwürdig. Spielen wir zu Scheuten und der darf nochmal hier so einen passenden freien Raum machen. Ja. Ah, natürlich kriegt er den Ball. Okay, das ist schon mal interessant. Ach so, damit er hier Kanonenschuss machen kann. Na. Ja, unser Torwart ist da. Und wir kriegen direkt den Ball. Sehr schön, dann spielen wir hierhin zu Scheuten. Genau. Und Scheuten darf dann. Nein, muss er ihn hier anspielen. Wir versuchen es nochmal. Na, wir kriegen schon wieder nicht diesen gratis Aktionspunkt. Ja, da müssen wir mit Volkmann hier versuchen, den Ball zu kriegen. Kriegen wir. Gut. Diese Lücke gefällt mir nicht wirklich. Wow, wir überstehen die Grätsche. Das ist gut. Da haben wir richtig Glück gehabt. Aber diese Grätsche. Ja, klar, der hatte jetzt gerade 20. Ich glaube, das war keine Grätsche einfach. So, dem kriegen wir den Ball nicht abgeholt, oder? Nee. Ja, mit Schroter können wir jetzt hingehen. Jetzt können wir nämlich auch eine Grätsche versuchen. Genau, der ist jetzt sogar schwach. Sehr schön. Zack, einfach den Ball geholt. Und spielen hier runter auf Wedding. Okay, die letzten Aktionen unseres Gegners. Ja, der kommt natürlich mit dem Grätsch-Typen darüber. Na, schade. Aber im Normalfall passiert da jetzt nichts mehr. Das sollten wir nun. Ja. Ich werde jetzt die. Achso, das Spiel ist noch nicht so vorbei. Okay. Sehr schön. 1-0 gewonnen. Da sind wir vollständig zufrieden. Boah, schaut einfach hier mal der Schroter, also wie viele Punkte der kriegt. Und das erste Mal, dass wir über 200 Erfahrungspunkte bekommen. 230. Das ist schon krass. Unser Torwart kriegt ein Upgrade. Ja. Zack, damit er mehr Punkte bekommen tut. Okay. Ja, wieder Fans, Ruhm und Geld. Was wünscht man sich mehr? Okay. Ja, weiterhin 8 Punkte Abstand. Es sind noch 3 Spiele. Das heißt, es sind 9 Punkte offen. Gewinnen wir das nächste Spiel, sind wir sicher aufgestiegen. Ja. Das heißt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall sicher aufgestiegen, was schon mal ganz nett ist. So wie, ja, der Wedding, der wird jetzt hier nicht mehr hier nach oben stoßen, aber Dritter ist schon ein guter Platz. Wir werden noch das nächste Spiel machen hier gegen Magdeburg. Oh, die sind Dritter. Das heißt, eventuell können wir auch schon mal uns vorzeitig den zweiten Platz sichern. Natürlich nicht ganz, aber ja, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, das Spiel machen wir auf jeden Fall noch. Okay, dann müssen wir Scheuten wieder auf die andere Seite bringen. Ja. So lassen wir. Wir könnten das eigentlich hier so machen. Ja. Damit wir da ein bisschen variabler sind. Okay. Ja. Es entscheidet sich hier in diesem Spiel, ob wir aufsteigen oder nicht. Nein, eigentlich nicht, weil wenn wir verlieren, müssen die anderen trotzdem immer noch alles gewinnen. Also die Wahrscheinlichkeit. Ach, ja, klar, macht er jetzt ein Tor. Natürlich. Natürlich, damit es am Ende wieder ganz, ganz knapp wird. Aber okay. So, Wedding. Du darfst mal wieder deinen chlorreichen Trick anwenden. So, schauen wir mal. Der erste Angriff wird jetzt kommen. Überstehen wir. Wir kriegen einen Elfmeter. Und der Würfel sagt eine 2. Das heißt, wir spielen hier oben links. Er schießt und macht ihn rein. 1-1. Direkt der Ausgleich.
So. Na. Ja. Der Propst ist wieder dran. Der wird wieder wahrscheinlich da hingehen und nochmal drauf schießen. Wie beim 1:0. Verteidigung wird getriggert. Sehr schön. Gut, das heißt, wir gehen mit Knoll dahin, damit wir hier die Lücke wieder zumachen. Spielen zu Lahn. Und spielen jetzt einen langen Pass darüber. Ja, geht da durch. Sehr schön. Wunderbar. Wir könnten uns versuchen, hier hin zu positionieren, aber wir werden erstmal hier Kontrolle machen. Und dann können wir vielleicht von hier einen Kanonenschuss wagen. Und wir kriegen Freistoß. Tatsächlich lassen wir mal Konrad schießen, damit wir vielleicht mal drauf schießen können, weil der hat relativ viel Genauigkeit, von daher ist das erstmal kein Problem. Ihn stellen wir dahin und Schroter stellen wir hier hinten hin. So. Ja, wir werden es einfach mal versuchen. Ja. Wir kriegen Eckball, alles gut. Okay, Schroter. Nicht Wedding. Konrad und der gute Knoll. Ja. Gucken wir mal. Zack. Ja, der Torwart ist da nicht sonderlich gut, was Kopfbälle angeht. Das heißt, wir können eigentlich rein theoretisch auch mit Wedding immer reindribbeln. Ja, schade. Es gibt wieder Eckball. Okay. Ja, wir machen genau das gleiche nochmal. Ah, der hier ist gefährlich. Boah, ja, schaut mal, 101 Verteidigung, weil er im Moment motiviert ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich quasi immer den Ball rausköpfen. Ja, hier 80, aber ist egal. So, dann schauen wir mal. Ja, der passt immer auf. Ja, dann gehen wir mit Wedding dahin. Und behalten den Ball. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Vielleicht macht er einen aggressiven Zweikampf und verliert den. Er macht eine Grätsche und verliert das. Und er ist vom Platz gestellt worden. Sehr schön. Das ist eine Sache, die ich begrüße. Können wir von da eigentlich eine Flanke machen? Wir machen mal da den Schroter hin. Und stellen Konrad hier hin. Und Wedding stellen wir dahin. Wir könnten hier flanken. Ja, machen wir. Na, Konrad hat jetzt nochmal den Ball. Sehr schön. Und das heißt, wir werden jetzt erstmal hier drauf schießen. Oh, der ist. Ja, egal. Wir hauen drauf. Schade. Okay. Oh, das ist jetzt natürlich hier gefährlich. Ja. Ui, der wird jetzt volle Kanne draufhauen. Torwart, komm. Er läuft da nochmal rein? Ja, näher dran. Logisch, aber unser Torwart hat den Ball. Das ist wichtig gewesen. Oh, da kriegt er nochmal 4 Punkte. Das ist auch gut. Ja. Konrad ist müde. Das heißt, wir bringen da erstmal... ja, Friedinghaus rein. Wedding... würde ich gerne noch drin lassen, Schroter auch. Ist ein sehr wichtiges Spiel. Weil wir quasi, wenn wir gewinnen, auf jeden Fall den Aufstieg perfekt haben. Da kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Stimmt, die spielen ja mit einem Mann Unterzahl. Ja, Wedding könnte jetzt eigentlich hier volle Kanne draufhauen. Könnten noch einmal näher rangehen. Wir machen aber hier den Klassiker, dass wir hier nochmal reinziehen. Weil das gibt uns nochmal mehr Punkte. So, das haben wir überstanden. Jetzt kommt noch der hier. Der hat ein bisschen mehr Verteidigung. Wir kriegen nochmal einen Elfmeter. Und der Würfel, er sagt eine 1. Wir schießen hier oben rechts. Ah, schade. Okay, wir werden kurz mal auswechseln. Und zwar bringen wir Wedding raus und bringen dafür Platz rein. Okay, das ist gefährlich. Der wird jetzt draufschießen. Ich hoffe, die Verteidigung triggert. Die triggert nicht und er macht ihn rein. Es ist sowas von klar. So, ja. Schroter hier bitte auf Platz. Wir
können, glaube ich, wenn wir jetzt hier hingehen, keinen Kanonenschuss machen, weil es ja hier direkt nach einem Anstoß ist. Genau. Wir werden trotzdem einen Gewaltschuss machen und haben sogar Glück. Oh, ist das. Ja. Eieieiei. Mehr kann man dazu nicht sagen, denke ich. Oh, sehr gut, Volkmann. Ja, wenn es wichtig ist, dann fangen Sie die Bälle gut ab. Okay, der will jetzt mit dem hier einen Zweikampf machen. Ja, gewinnt er. Ist egal. Aggressiver Zweikampf, zack. Sich den Ball da geholt. Jetzt hier nach vorne spielen auf Platz und Platz darf dann nochmal mit einem Gewaltschuss ran. Nein, 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 nein. Wir gehen diesmal hier hin. Weil dann können wir einen Kanonenschuss ausführen. Der muss ja erstmal. Ja, gut, der wird wahrscheinlich den Ball holen. Ja, war so klar. Aber da können wir mit Schroter wenigstens entgegenkommen. Außer der kloppt den Ball weg. Er geht zurück. Okay, das ist schön. Das freut uns. Also, Schroter. Dein Auftritt hier jetzt eine super Grätsche rauszuhauen. Ja, sehr schön. Flanken ist erstmal doof. Draufschießen ebenfalls. Wir könnten hier natürlich zu Platz passen. Wir werden einfach mal drauf. Ah, das ist aber. Ah, das ist echt doof. Ja, Gewaltschuss. Natürlich muss er sich erstmal dahin. Ach, Mann. Ja, die Überlegung wäre halt sonst gewesen, hier Platz anzuspielen, aber dann hätten wir auch den Kanonenschuss nicht ausführen können. Ja. Und dann hätte er die anderen Verteidiger an der Linie gehabt. Ja, jetzt einfach nur kein Tor schießen. Ah, ich bin gerade so froh, dass der Torwart den gehalten hat. Okay, unentschieden. Das heißt aber erstmal, dass wir unseren zweiten Platz auf jeden Fall verteidigen. Was ja auch schon mal ganz nett ist. Okay. Ja, 4 Ruhm nochmal dazu bekommen. Ja. Das heißt, es gibt noch 2 Spiele, das sind 6 Punkte, das heißt, wir sind aufgestiegen. Wir sind auf jeden Fall aufgestiegen, weil Duisburg es nicht geschafft hat, hier. Doch, die haben Punkte geholt, aber. Nee, wir sind nicht direkt auf jeden Fall aufgestiegen. Wir sind nicht direkt, also auf jeden Fall aufgestiegen, weil es sind nämlich noch genau 6 Punkte. Es sind 2 Spiele, das heißt, es sind noch 6 Punkte offen. Das heißt, wir müssten alles verlieren und die müssten alles gewinnen, was auch von der Tordifferenz hinhauen könnte, wenn wir halt eben ordentlich da Klatsche bekommen oder die halt eben ordentlich gewinnen. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir schaffen es diesmal. Also der Aufstieg ist klar. Also das kriegen wir, denke ich, hin. Da müssten wir schon richtig viel Pech haben. Aber eventuell könnten wir sogar noch Erster werden. Aber das ist genauso unwahrscheinlich. Es geht halt eben jetzt nur noch darum, ob wir Zweiter oder Dritter werden. Tja. Was ganz nett ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpas. Bambuso.